So, Verstopfung. Irgendwie kommt die Kacke aus dem Waschbecken und ist sehr ölig. Ah. Ach, du ahnst es nicht. Läuft auch noch weiter. Gestern war hier eine Firma. Und die war so irgendwie 4 Meter drin und hat ein Rohrbruch festgestellt. Zumindest kam unten irgendwie die Spirale raus. Das ist mir jetzt zu blöd. Erstmal den Durchläufer hier wegmachen, das Wasser läuft ständig. Das geht auch keinen weiter außer mich. So, sollte es erstmal reichen. Der läuft jetzt leer. Ja, also da unten irgendwo ist noch Rohrbruch. Aber hier muss was anderes sein, sonst würde die Scheiße nicht da hochkommen. Gehen wir doch mal runter. Bin im Keller. Runter. Wo gibt es hier Licht? Irgendwo wird das Licht geben. Gibt es hier Licht? Da gibt es Licht. So, hier sehe ich nichts. Hier ist auch alles in Ordnung, aber wo ist der Spirale rausgekommen? Wenn der unten rausgekommen ist, muss er doch hier irgendwo sein. Oh, Ratten. Scheiße. Das stinkt schon. Da, ah, Wasser. Nur noch einer. Hier tobt doch einer sich aus. SML. SML-Rohr. Ah, stinkt das eher. Da. Ich sehe aber jetzt nicht, wo er mit der Spirale rauskam. Könnte da gewesen sein. Da wüten die sich aus. Miep, miep. Da könnte die Toilettenleitung sein. Was ist das, ein Waschbecken? Ach, wo ist er mit der Spirale runtergekommen? Ich war nicht dabei. So. Klappe haben wir auch nicht. Dann läuft die hier lang, alles schön verkleidet. Aha. Ist der hier rausgekommen oder was? Hier ist auch Dreck. Wo ist der rausgekommen? Mit der Spirale. Ist abgeschlossen? Abgeschlossen. Licht geht auch nicht. Es ist wieder schön hier. Hier ist ein Speicher. Hier stinkt es auch nach Ratten. Hier ist eine Klappe. Oh, stinkt es. Ist aber leer. Ist ja schön. Eine Rattenbox. Aha. Auch leer. Ja. Wie geht es hier weiter? Hier waren wir ja vor Jahren. Aha. Guten Tag. Da ist eine Hebeanlage. Er nimmt die Leitung von oben auf. Die wird ja nicht verstopft sein. Hier hört sich relativ voll an. Gibt es hier Licht? Hier gibt es ein bisschen Licht. Und Rattenkegel. Ja, und runter gehen. Ich habe schon wieder keine Lust. Macht das was? Also Druck ist nicht drauf.
Mann, hier wird ja komisch gebaut. Ach, das ist die Druckleitung. Mann, bin ich doof. Die Ausstoßleitung. Wie sieht es hier drin aus? Reinet, sauberet Wasser. Ja, okay. Ich glaube, da ist unsere Toilette. Mal so machen, da kommt die Toilette runter, wird aber das Hauptrohr vom Haus sein. Hier ist es voll. Da hat es einen Bogen. Und die hört sich hier leer an. Läuft dann hier durch. Und kommt an diesen RFL ran. Ich werde den öffnen. Und einfach mal entgegenfahren, vielleicht habe ich Glück. Ja, mehr als stinken kann es ja auch nicht. Und wir haben hier schon Ratten, Mäuse, überlaufenden Speicher. Also eine schicken Sachen. So, machen wir mal was. Hier steht schon überall Wasser. Ganz anderen verstoppt. Was ist denn hier gebaut worden? Ach du Scheiße. Hier ist auch noch eine Klappe. Der Strang. Da ist der Strang. Ach, klasse. Mehr sehe ich auch nicht. Der schwarze da hinten. Das ganze Fett da drin macht die Sache auch nicht besser. Der muss hier runter gehen. Der Strang geht hier runter. Dann ist es der Strang. Puh, stinkt das. Ja, das passt, hier ist die Klimaanlage. Da ist der Strang, der nach oben geht. Sag mal, wo ist denn dem sein Klo? Das hier wird sein Klo sein. Da ist das Waschbecken, was sich hier staut. Okay. Strang, Waschbecken, dem sein Klo. Wo der mit seiner Spirale rausgekommen ist, weiß ich aber nicht. Heißt, wenn ich jetzt... Naja, sag ich auch, da ist es verstoppt, ich fange an. Meine Lust hält sich wirklich in Grenzen. Natürlich machen wir erstmal vorne auf. Ah, der Maurer hat hier auch rumgeschmiert. Liegen. Was ist das? Ach ey, ein bisschen Pech habe ich heute, wa? Ah, Knülke. Ah. Ja. So. So. Was haben wir noch?
gesetzt. Irgendwann kommt ein Bogen. Das ist der Bogen. Den Bogen rum. Nee. Muss ich den Schlitten abmachen. So, alles gut. Gut. Ja. Ich habe ja deine Nummer, ich würde nochmal anrufen, ja? Gut, danke auch. Jetzt was? Ich sehe nichts. Anhören tut sich das ja. Ah, sieht gut aus. Vorbei. Das ist die Toilette. Ich glaube, das warten mich noch nicht. Ein bisschen weiter rein. Thank you.
Scheiß, wenn man nichts sieht. Ein Feuchttuch. So. Machen wir mit der Kamera drin. Mit dem größeren Kopf nach drin. Wie sieht es denn jetzt aus? Oh, schön Wasser. Kam eben Wasser raus. Ich glaube, ich habe den Rohrbruch gefunden. Maske, setz die Maske auf in den Rattenscheiße. Was soll ich erkennen? Sonst bist du doch nicht so zärtlich, mach doch mal. Das wird das hier sein. Mit Sicherheit das da. Ja. Greif doch mal rein. Okay, also machst du jetzt auf. Mal kicken. Erkennt man ja nicht. Da ist ein Träger drüber. Aber ich schätze mal, wird da sein. Da ist der Verbinder, guck mal. Ist das der Verbinder, den wir gesehen haben? Das ist völlig aufgerissen. Alles offen? Alles offen. Gut, dann lasse ich dich jetzt erstmal in Ruhe. Toilette ging ja. Na, okay, Wunder, wenn da ein Rohrbruch sein soll. Aber, was ist hier mit dem Waschbecken? Schon wieder kein Licht hier. Das ist ja zart. Also fast diese Karten haben Widerstand. Das ist schon sehr selten, dass hier Scheiße hochkommt. Ja.
nicht schlecht aus. Kann doch nicht mal sagen, dass der Kollege Schuld hat. Denke einfach mal, das Rohr ist so alt und verkleidet, dass man es einfach nicht erkennen könnte. Passiert. So. Müssen wir mit der Hausverwaltung klären. Und wir decken das jetzt kurzfristig ab. Muss dann schnellstens erneuert werden. Mein Kollege selber, der jetzt gerade da unten war, der will eigentlich nicht so gefilmt werden. So, dann schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.